InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Am heutigen Samstag wurde der Rieder Messefrühling eröffnet. Geduldig warteten die interessierten Besucher, bis die Pforten geöffnet wurden. Der Messefrühling, bestehend aus den beliebten Themenbereichen Guten Appetit, der 50+ und dem Familienglück, erfreut sich großer Beliebtheit. Dies wurde auch in den Eröffnungsreden dargestellt. Durch die Messe Familienglück nimmt einen fixen Platz in unserem Messekalender ein und wird von Jahr zu Jahr auch immer attraktiver. Messen sind zentraler Ort von Gemeinschaft und intensivem Zusammenleben. An diesem Wochenende stehen Genuss, Familie und unsere Generation 50+ im Mittelpunkt. 50+, ein paar Jahre habe ich noch dorthin, ich werde heuer mal 45, aber wie wir sehen, der demografische Wandel ist etwas, der uns alle beschäftigt. In erster Linie mal im positiven Sinne. Im positiven Sinne deswegen, weil wir sehen, dass unsere Mitbürger immer älter werden. Das ist natürlich höchst erfreulich. Wichtig ist aber, dass man mit Lebensfreude älter wird und dass man vor allem gesund älter wird. Bereits ein volles Hallenangebot hier, die Menschen sind da, der Andrang ist sehr groß. Der Andrang ist riesig, also wir freuen uns total, aber das Angebot ist ja sensationell gut. Und ja, es geht ja heute noch die Messe bis 17 Uhr, aber die Weinlounge kann man ja bis 21 Uhr besuchen, ab 16.30 Uhr bei freiem Eintritt, also in der Halle 16. Ich glaube knapp 20 Winzer sind da, die sich heute noch über den Besuch freuen. Kinderprogramm noch, wir haben heute ein Kinderkonzert um 16 Uhr, morgen wieder um 16 Uhr auch, also einmal Mai Cocobelle, einmal Blutschink. 130 Aussteller, ideales Messewetter. Wir sind einmal sehr zufrieden. Innviertel, Jan-Turnhalle, Riedermesse, ohne Bier geht es nicht, ne? Nein, ohne Bier geht es nicht und ohne Genuss geht es nicht. Das steht ja im Vordergrund. Und deswegen ist diese Messe ganz erfreulich, insbesondere nach 2 Jahren der Pandemie. Man sieht, dass sich wieder etwas tut. Und wir brauchen in diesen Zeiten, wo viel von Krisen gesprochen wird, auch wieder ein bisschen Fröhlichkeit, einen positiven Zugang, und dazu ist diese Messe geeignet. Familienglück, auch ein Titel, der schon alles aussagt. Ja, Familie gibt Glück und wir kennen das aus allen Untersuchungen. Was ist der Wunsch auch bei jungen Menschen in unserem Bundesland? Größtenteils will man eine Familie bestehend aus Mutter, Vater und 2 Kindern. Also, und da hat sich nicht viel verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Sie haben auch betont in der Eröffnungsansprache, dass die Messen wieder einen großen Aufschwung nehmen. Ja, Oberösterreich ist der Messeschwerpunkt in Österreich in den vergangenen Wochen gewesen, beginnend mit der Energiesparmesse in Wels und jetzt hier der Messefrühling in Ried. Und wo man sieht, der wird sehr, sehr gut angenommen. Man braucht nur schauen, wie viele Leute da sind. Also das macht große Freude und mit einem absoluten Familienschwerpunkt, mit 2 tollen Konzerten von Mai Cocobelle und Blutschink. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Herr Bürgermeister, eine erfolgreiche Messe steht bevor in Ried. Ja, unglaublich, was sich heute am ersten Tag in der Früh schon getan hat. Wir sind richtig begeistert, die 2. Messe in einem wirklich herausfordernden Messejahr, ein erstes volles Messejahr wieder, und wir freuen uns auf ganz, ganz viele Gäste jetzt schon. Positive Themen, die hier besetzt sind? Ja, generationenübergreifend ist ganz wichtig, von den Kindern, ein Spielefest gibt es hier, bis zu der Generation 50+. Freut sich schon da auf der Messe? Freilich, selbstverständlich, ja. Das so ein Haufen Angebote, ne? Woher kommen Sie? Aus Neuhofen. Probesitzen da, ja? Bitte? Probesitzen oder erholen? Erholen. Falls Sie nicht auf der Messe? Ja, freilich. Woher kommen Sie? Aus Kopfing.